Moin aber herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Wir reagieren heute auf Ed Scott. Von Ed haben wir uns tatsächlich noch nie Videos angeguckt. Wer Ed noch nicht kennt, Ed ist einer der besten Parkourläufer of all time, würde ich mal sagen. Vor allem bei Contests und so immer bärenstark und konstant mit dabei. Also der Typ hat richtig Ahnung und er ist mit absoluten Volllegenden unterwegs. Mit Joe Scandrick, mit Werky, mit Philly D. Also da kommt wahrscheinlich was richtig Geiles. Video ist Scariest Descent in Parkour History. Ich habe den Clip schon auf Instagram gesehen, das heißt, das wird wirklich wild. Loki could be one of the sickest descents ever done. Yeah, well, I think I've not seen a gainer pre that high, right? Two in a row as well. Sind die Highlights. Wir sprechen darüber, wenn es soweit ist. Ja, geil, hab ich Bock. So, kurze Erklärung direkt. Das ist Werky O2. Absolut geisteskranker Athlet. Wirklich den besten Kong-Gainer im Game. Geisteskranke Sense schon weggemacht. Ihr habt mit Sicherheit, selbst wenn er keinen Parcours macht, schon mal irgendwo einen Clip von ihm gesehen. Also Werky hat wirklich so richtig gut einen auf dem Kasten und hinten auf der Schädeldecke drin. Do you? That's what I'm practicing to do, like when they come out. Is that your girder, is it? Look what Joe's found. Das ist Ed Scott, ja, von dem der Kanal gehört, von dem wir gerade das Video gucken. Wirklich konstant immer absolut kranke Performance bei den Contests und auch so. Gestern noch einen Clip von ihm gesehen, Double Cork. Über ein fettes Gap, also wirklich geisteskranker Clip. Auf Instagram vor allem auch abchecken, Ed Scott und alle, die ich euch jetzt hier nenne, da kommen wirklich wöchentlich oder vielleicht sogar täglich absolute Banger. Alle übrigens aus England. Band. It's a koala. I've never done a koala before and it just looks perfect. The drop looks pretty big though, doesn't it? Between here and here. Koala descent. To be fair, it's only that big. Same size as your head. My god. But definitely on. Ooh, spooky. Right, we're prepping for the koala. Joe's gonna do the gainer. Mm. In between. Ah. Oh. Geiler no, Prep. No. I just want to do the drops. Ja, das ist es. Aufwärmen, klar, immer wichtig, aber wenn du dann was spottest, wie jetzt beispielsweise den Spot, den wir gerade gesehen haben, wenn du den spottest und du eine Sache im Kopf hast, die du da machen willst, dann bist du warm. Dann bist du einfach mental da, dann hast du einfach nur noch Bock. Kurzes Aufwärmprogramm, natürlich den Körper aktivieren und wenn du dann noch so ein Premium Prep-Spot, also ein Spot, wo du dich vorbereitet findest und alles üben kannst, dann bist du heiß, dann bist du bestens vorbereitet auf das Ding. Und das gucken wir uns jetzt an, wie das vonstatten geht da. Mhm. Ja, das Ding ist, wird mich auch abfahren. Ja, dieses Viech, ja, ist Ed macht's, ich weiß nicht, aber Ed wird safe machen direkt, weil Ed ist Master of Flips, also ist kein Problem. Macht das Ding sofort weg, glaube ich. Ja, guck. Zack, kein Ding. Oh, aber, ja, das ist Joe. Ja! Geil. Mate, that's so it. Ihr habt mittlerweile mit Sicherheit auch schon gecheckt. Der Plan ist es, diesen Move an dem Konstrukt, den wir am Anfang gesehen haben, zu machen. Das heißt, erst oben, runter und dann nochmal unten. Absolut wild. Also wirklich sehr, sehr wild. Werden wir gleich nochmal im Detail sehen. Jesus. I just want to do the koala. Joe wants to do the swing gain in between them all. But I'm scared. So. Ja. Also Ed will das Ding jetzt nicht mit dem Flip machen, sondern einfach so den Koala Descent. Koala Descent heißt das, wenn das quasi diese Stangen sind wie da, wenn man sich dann so festhält, dann quasi so rumdreht, dranhängt und dann runterdroppt. Das ist der Koala Descent und den will Ed jetzt machen. Das ist die einfache Version. Ist jetzt auch nicht super hoch, deswegen da ein guter Spot, um das auch zu machen und zu trainieren. Ja, chillig. Ja, guck, er hat das jetzt an der untersten Stufe gemacht. Überhaupt nicht hoch, kein hoher Drop. Perfekt auch zum Preppen, auch so ein bisschen höher. Das heißt, du kriegst schon mal ein gutes Feeling und du bist halt wirklich sicher. Also du kannst dich hängen lassen, runterdroppen. Und quasi direkt, wie man hier jetzt sieht,
nach vorne und die Hände rumgreifen. Das heißt, einen besseren Spot gibt es nicht für diesen, für diese Art von Move, also für den Koala Move. Jetzt sieht man auch, wie er rumgeht. Genau. Er lehnt sich quasi so rum und geht direkt wieder ins Hängen. Quasi kurzer Move wie so ein Koala. This looks fun. Ja, und das ist auch so ein Ding. I'm too old for it now. Oder, ja, hey, habe ich früher auch alles gemacht. Ich könnte die auch, aber ich habe ja einen Fuß mal verletzt gehabt. Ja, ich bin leider unsportlich, sitze nur am Sofa, ist nichts für mich. Ich kann das leider nicht machen, ich würde so gerne. Alter! Nix! An all die Leute, die sowas zu uns sagen, da denken uns jedes Mal, alter Junge, dann, nein! Es ist nie zu spät. Parcours geht nicht darum, so Sachen zu machen, die man im Internet immer sieht, über Dächer springen oder irgendwie kranke Sachen, so wie wir es da jetzt gleich sehen werden. Alter, Parcours ist alles. Von Balancieren bis einfach nur auf eine Mauer springen. Skills sich antrainieren und dann einfach diese Skills ein bisschen weiterzuentwickeln. Das kann man in jedem Alter machen. Das kann man in jeder Verfassung machen. Und wenn es einem Spaß macht, dann macht man einfach weiter. Vielleicht wird der Körper wieder fitter, man wird selber wieder gesünder. Es kann wirklich jeder mit Parcours anfangen und du kannst vor allem überall damit anfangen. Auf dem Land, in der Stadt. Es gibt mittlerweile sämtliche Trainingsangebote in irgendwelchen Sporthallen von Sportvereinen. Aber es gibt in den größten, also in den meisten Großstädten in Deutschland auch Parcourshallen. Also wirklich überall. Im Norden, im Osten, Süden, im Westen. Überall. Ihr könnt, egal wie alt ihr seid, wie fit ihr seid, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit Parcours anfangen und tut es. Und ihr müsst nicht über die krankesten Sachen euch jagen oder so, sondern balancieren, bisschen schwingen, springen, abrollen üben. All das ist Parcours und so fängt man an. So hat jeder, von dem ihr diese viralen, kranken Clips seht, angefangen. So hab ich angefangen, so haben die Jungs, die ihr da seht, angefangen. So fängt man mit Parcours an. Das ist weder peinlich noch lächerlich oder irgendwas. Das ist einfach nur geil, wenn man eigentlich gar nicht so fit ist, wenn man vielleicht schon älter ist und dann anfängt. Das ist einfach nur geil und das feiert jeder Hardcore in der Szene. Und mit jedem meine ich jedem. Auch die, die richtig krass sind und so. Parcours ist nicht. Jeder freut sich über jeden, egal welches Level. Wenn man seine eigene Grenze überschreitet und seinen eigenen, sag ich mal, wenn man was macht, was für einen selber scary ist und sich überwindet, Alter, es spielt keine Rolle, wie krass es so gesehen ist, weißt du, so im Vergleich zu anderen. Es ist einfach, wird gefeiert und damit weiter. Put on this lens, it doesn't really look as big as it is, but very high up. Perfekt, guck mal. Wirklich nicht hoch, kann man perfekt das Ding üben. Geil. Und jetzt direkt mein Gainer oder was? Das ist schon unfassbar scary. Der Gainer ist da schon. Der Gainer ist da schon so scary, Mann, weil es schon echt sehr schmal ist. Den Übergang schnell hinzukriegen, ist auch wild. Aber Ed klettert, glaube ich, jetzt hoch, um zu machen, ne? Boah, damit habe ich nicht gerechnet, dass Ed das Ding jetzt wegmacht. Alter Lachs, geil. Aber man sieht, er kann sich direkt abstützen vorne. Also du kannst quasi unterdrehen und direkt mit den Händen auch nachgreifen. Also es ist sicher, aber es ist unglaublich scary. Respekt. Weil für einen Flip auf der Höhe ist es doch schon wirklich schmal. Und hoch auch. Ja. Jetzt aber mal Joe. Oh, ja, direkt, sicher. Geil. Joe ist halt eh der Master auf Höhe. Also, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Clips von Joe Scanlon gesehen habt. Ist wirklich so, der macht einen viralen Clip nach dem anderen, weil es wirklich geil, einfach nur krank ist, was er macht. Es ist so geil. Immer auf Höhe, immer was wirklich was Innovatives, was Kreatives. Es ist. Joe macht einfach Spaß. Joe Scan wird auf jeden Fall auf Instagram abchecken und abonnieren. Also da kommen wirklich
Jeder Post ist einfach nur geil. Wirklich. Das ist so einer der Menschen, wo wirklich jeder Post einfach geil ist. Wenn du siehst, Joe hat gepostet, dann weißt du, es wird geil und guckst dir sofort an. Still the sickest thing they've ever seen from that window. From the top of top top. Broke out of the way. It's even more creepy than my view of the babies. Oh my god. Schöne Mutis. Alter, das sieht aber auch schon lustig aus, ne, jetzt hier. Die drei Muttis alle mit ihren kurzen da umarmen drauf, alle am Lachen. Ja, das finde ich, das ist so bestimmt dann auch, wenn die sowas sehen, danach sich schön ins Café reinsetzen, dann erstmal eine Runde tratschen, was sie da gesehen haben. Finde ich geil. Das finde ich gerade ein richtig schönes Bild irgendwie. Drei kurze sind für mich was anderes, sagt Stauder Official. Ehrlich. Boah, yeah. Alter! Guckt euch das an! Es sah aus wie ein Fail, es war kein bisschen gefailt, es war direkt in diesen Koala rein. Joe Scandrett. Alter, ein absoluter Master of Descent. Alter, das muss ich mir noch angucken. Guckt euch das an, wie schnell das ging. Bam! Oh my god. Perfekt. Perfekt. She's gonna be the same up there. Like, I wanna under-rotate it a little bit, so I can get that second bit fast, but I'm never not gonna do that. That was sick. Yeah. No, because he's doing the drop, then the gainer. Oh, I see. Jetzt aber mal aufhören direkt. Gainer oder Drop? Ah, einmal Drop und jetzt Gainer, glaube ich. Er muss halt auch aus dem Hängen jetzt direkt in den Gainer rein. Ist schon wirklich wild. Yes. Just gotta do that. Yeah, easy money. Amazing. Boom. So quick. That's scary. Es ist halt wirklich, also selbst wenn es sicher ist und man weiß, alles cool, man muss es jetzt wirklich nur noch eine Etage höher transferieren. Es ist genau das Gleiche, aber auf der Höhe ist es halt einfach scary. Es ist menschlich. Es ist komplett menschlich, dass du oben dann auf einmal denkst, Junge, was, das kann doch jetzt nicht sein, wieso ist das hier so scary, aber es so geisteskrank aussieht. Man muss doch nicht einfach vorrufen, yo, ich kann das, hab das unten schon tausendmal gemacht, geschafft, das ist kein Problem und jetzt muss ich auch einfach mal rein da, weil es ist alles safe, es ist trainiert. Und jetzt rein. Bam! Und direkt wieder rein. Direkt schaffen das Viech. Ja, klar. Geil. Geisteskrank. Ja, yeah, it was so good. Mate, come on. Best angle. Yeah. Oh, the swing gain is like another level of scary. Ja, cool. It's like, I see how it's so doable though, because the second was so easy. It looks chill. Like it would just be fine. There was never a time where it was... Alter, warte mal. Wir so doable though, because the second was so easy. It looks chill. Like it would just be fine. Er muss die Füße schon leicht so machen, damit er da ganz drauf passt. Ist wirklich schmal. Und damit wirklich scary. Und da seht ihr auch, wie hoch das ist. Aber es ist nicht zu hoch. Philly D steht unten und spottet Joe, falls er runterfällt. Philly D hat mich übrigens auch gespottet. Damals bei der Storer Big Wall Open, wo ich meinen Gainer nach vorne in den Slide runter gemacht habe. Also, er stand da, falls ich nämlich den Gainer nicht genug nach vorne mache und einfach nur runterfall dann quasi, damit er das Schädel mich auffallen kann. Philly D ist eine absolute Parcours-Legende, breit gebaut, absoluter Stimmungsmacher, eine wahre Legende. Wirklich, Philly D da unten setzt sich für die Community ein, immer dabei, trainiert glaube ich nicht mehr so viel, aber ist wirklich immer dabei, hilft allen, ist für die Stimmung, für den Hype da, trainiert die Leute so ein bisschen, also ist wirklich geiler Typ. There was never a time where it was a bit sketchy. Yeah, yeah, yeah. Every time. For both of you as well. Like. Yeah, maybe it's one to come back for me then, for the double swing gainer. There's no reason why you can't do it. Like, yeah. I mean, apart from being scared. Just apart from being scared. Physically. Yeah, no physically reason. It should be alright. Right, so Joe's brought me to this back four pre. She's a scary one. This one to here. Oh. Big four pre. Big drop down to the floor, but I'm found a prep here. I'm going to prep it out and see how it feels. If I land past that piece of...
Jo, Blake fragt, was machen die Leute unten, um dich zu retten, falls es schief geht? Wie kann ich mir das dann unten vorstellen? Naja, das ist genauso ein Fullcent, dann unten zu stehen, wie wenn du wirklich, wenn du derjenige bist, der einen Trick machen musst, weil im Notfall musst du halt wirklich deinen Körper hinhalten, dass in dem Fall Joe oder ansonsten ich halt völlig unkontrolliert mit der ganzen Masse in dich fallen. Das heißt, du machst die Arme breit und probierst einfach irgendwie denjenigen zu schützen, dass er nicht mit dem Kopf oder mit der ganzen Wucht auf den Körper, auf den Boden klatscht, ne? Also da unten, da du riskierst mehr oder weniger auch deinen Körper, dass es dann demjenigen, der gerade den Move macht und fällen könnte, dass er dem dann noch gut geht im Nachgang, ne? Also ist schon wirklich unfassbar ehrenhaft, da zu stehen. Tar on the floor, then I've done it. But yeah, if I go past the sun, I think it's too far. Maybe I'll get. Ah ja. Er preppt jetzt in, genau. Auf die Mauer. Wenn wir irgendwie sowas preppen, Flip-Tree, also wir machen Salto von irgendwo auf eine andere Mauer, dann legt man sich da was hin und dann kann man das schön so ganz sicher üben. Und gleiches Szenario, wenn du da 10 von 10 landest, dann weißt du, wieso soll ich das jetzt hier nicht auf der Mauer klappen? Die Mauer ist natürlich schon wieder 80.000 Mal scarier, obwohl man genau weiß, man landet drauf. Aber dann hast du auf jeden Fall Gewissheit, ja, das klappt, passt. Und dann geht's drauf. Passt. Every time it's spot on. Ja, yeah, every time it's spot on. Let's do it. Let's go, bro. Yeah, give me a little wobble, a little check. Yeah, they look good. But I'm gonna be landing in this one. Yeah, yeah, for sure. And then just like triple twist off. Hey, I just wanna do it. I don't really wanna do this one anymore. No. Oh yeah, I got it, sir. Yeah, oh, yeah, it's yeah, schon yeah, wirklich yeah, scary. Boah, schon wild. Yes! Oh! Hi. Danke. Yes, buddy! Yes! Ihr seht, sub for more, also richtig schön wegabonnieren, at Scott, Premium Content, feinstes UK Movement, ja, komplett geil. Und hier, ihr seht, Joes Instagram auf jeden Fall abchecken. Ed und Joe, absolut Weltklasse Athleten, lohnt sich zu abonnieren. Vor allem auf Instagram auch, da kommen wirklich in Regelmäßigkeit absolute Banger und auf YouTube halt die Behind the Scenes. So ähnlich wie bei uns. Ja, das ist einfach nur geil.